Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Aus dem QS24 Wissenschaftsgremium Professor Dr. Urs Guber hat mir gesagt, ich muss unbedingt den Gast einladen, der heute da ist, denn sie ist eine Koryphäe, wenn es in Bezug geht um Ernährung, Ernährungsberatung, Vitalstoffe. Und deshalb war es mir auch eine Ehre, dieser Aufforderung von Professor Urs Guber auch Folge zu leisten und habe die Dame eingeladen. Wer es ist, werden Sie gleich nach dem Intro sehen. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen auch meinen Gast zeigen. Es ist nämlich die Frau Sibylle Binder. Ganz herzlich willkommen, liebe Sibylle. Und schön, dass du da bist. Danke herzlichst. Und du, jetzt ein bisschen über dich noch erzählt. Du bist eigentlich eine Koryphäe, wie ich so im Intro gesagt habe. Du bist in der NHK in Zürich tätig und ihr bildet seit vielen, vielen Jahren Menschen aus, die sich als Ernährungstherapeuten, Naturheilkunde ausbilden wollen. Ist das richtig? Das ist richtig. Das heißt, sind die Naturheilpraktiker, die wir ausbilden. Und im Bereich der Weiterbildung machen wir Ernährungsweiterbildungen für Therapeuten. Aber wir haben auch ein großes Laienangebot. Und die Idee ist eigentlich, dass wir das altheilkundliche Wissen verbinden mit naturwissenschaftlichen Ansätzen. So arbeiten wir auch. Und darum ist es eine Freude, es ist mir immer wieder eine Freude, all die jungen und älteren Menschen auszubilden, weiterzubilden. Unser heutiges Thema ist ja generell das Thema Salz. Und hier reden die einen, das ist das Gold überhaupt, das ist wertvoll, wichtig für unsere Ernährung. Ohne Salz kein Leben. Und auf der anderen Seite höre ich immer wieder auch von anderen Experten, die sagen, oh ja, kein Salz, möglichst wenig, wir haben viel zu viel Salz, Salz ist gefährlich. Ja, und jetzt möchte ich gerne diesen Mythos ein bisschen aufklären durch dich als gerne fachkundige Frau. Ja, das ist ein riesiges Thema. Und ich finde es immer wieder bedauerlich, dass es so unglaublich widersprüchlich erzählt wird, weil das verunsichert ja die Konsumenten und die Patienten auch. Hm. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn wir Salz sagen, die Komplexität der Salze verstehen. Wenn wir auf der einen Seite hören, dass Salz uns schädigt, dass es ungünstig ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da reden wir ja eigentlich immer nur vom Natriumchlorid. Das heißt, das Salz, das wir in der Küche einsetzen. Kochsalz. Das Kochsalz, ganz genau. Und eigentlich ist es viel komplexer, weil es ist richtig, dass Natriumchlorid, also Kochsalz, eine ungünstige Wirkung haben kann, aber nur, wenn es isoliert betrachtet wird. Nun, eigentlich sind wir ja Salzwesen. Wir sind ursprünglich aus dem Meer entstanden. Das müssen wir einfach auch als Realität sehen. Das heißt, alle unsere Körperflüssigkeiten sind eigentlich immer noch Salzlösungen. Und unser Körper scheint das zu wissen, weil viele biochemische Prozesse laufen in diesem salzigen Milieu am besten ab. Und wie das Meersalz aber auch, oder das Meerwasser auch, ist es aber nicht nur das Natriumchlorid, sondern es sind ganz viele andere Salze. Und also Mineralien wahrscheinlich, oder? Genau, es sind verschiedene Mineraliensalze, oder? Es sind, wenn wir kurz einen Blick auf die Schüsslersalze werfen, oder wo wir merken, dass wir biochemische Prozesse regulieren können, da sehen wir auch, es geht vieles im Körper nicht über einzelne Mineralien, sondern vieles über Salze ab. Und wenn wir das Salz in Frage stellen und wenn wir sagen, dass das Salz verantwortlich ist für einen hohen Blutdruck, dann nehmen wir immer dieses Natriumchlorid als das Böse. Und wir vergessen, dass Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium vier wichtige Elektrolyte sind, die ganz wichtig miteinander zusammenspielen. Und eigentlich gibt es immer wieder wissenschaftliche Arbeiten, die das auch aufzeigen, dass die eng miteinander zusammenarbeiten. Das heißt, dass Calcium ganz eng mit dem Magnesium an der Nerven-Muskelübertragung und das Natrium ja mit dem Kalium an verschiedenen Pumpsituationen, das heißt eben Transportmechanismen, die Natrium-Kalium-Pumpe. Ja. Und also wir müssen sie immer miteinander sehen, sie wirken in der ganzen Vitalität von uns immer zusammen. Und was wir in der Medizin irgendwann angefangen haben, ist, den Blick nur auf dieses Natriumchlorid zu legen.
und es nicht in Bezug zum Magnesium und Kalium zu bringen. Und wir wissen, dass auch die Schweizer Bevölkerung weit verbreitet vor allem Magnesiummängel hat. Wir wissen, dass es nicht reicht, wenn wir das Magnesium und das Kalium im Blut messen. Wir wissen, dass gerade beim Magnesium der größte Teil in den Zellen drin ist, also intrazellulär. Und darum ist es einfach nicht aussagekräftig. Das gilt nicht nur für die Mineralien, das gilt sowieso für viele Mikronährstoffe. Wenn wir sie im Blut messen, dann ist es immer der letzte Moment, wo wir einen Mangel erkennen. Mhm. Eigentlich müssen wir in die Zellen und müssten in den Extrazellulärraum, in diese Flüssigkeiten, und dort würden wir eben sehen, dass vieles nicht stimmt. Habe ich bei mir gerade gemacht, Magnesium war fast gar nichts da. Genau. Und jetzt schlafe ich plötzlich wieder, ja, richtig gut, seit ich Magnesium nehme. Das ist ganz, und auch der Stress ist weg. Ganz genau. Diese Zusammenhänge sind schon verrückt. Genau. Und dann ist es eben interessant, dieses Wissen habe ich übrigens über Kurt Mosetter. Also einige der Personen, die du hier auch schon interviewt hast, kenne ich auch aus dem beruflichen Umfeld. Und es gibt Untersuchungen, die aufzeigen, dass Magnesium, wenn es verloren geht, über die Nieren, immer Kalium mitzieht. Also, dass sie immer beide zusammen ausgeschieden werden. Und interessant finde ich, dass wir in der Ernährungstherapie immer gelernt haben, in der Medizin gilt das heute immer noch ein wenig, dass es gefährlich ist, Kalium zu geben, weil wir Angst haben müssen, dass es zu viel Kalium gibt im Körper und dann würde es Herzrhythmusstörungen geben. Aber eigentlich genauso wie wir zu wenig Magnesium haben, hat jetzt der neueste ernährungswissenschaftliche Bericht in der Schweiz gezeigt, wir haben auch zu wenig Kalium. Und wenn wir eben gerade im Zusammenhang mit dem Bluthochdruck viel mehr uns darum bemühen würden, die Magnesium-Kalium-Mängel zu beheben, würden wir auch das Natrium regulieren können. Weil Natrium ist ein ganz wichtiges Element. Ich gehöre auch zu den Vertreterinnen und Vertretern, die aufzeigen konnten, auch in der Praxis, dass wenn wir nicht genügend Natrium haben, dann fehlt uns ein wichtiger Impuls für die Vitalität. Das heißt, wenn wir Natrium... Wir sind nur noch schlapp und Schwindel genau, und alles, oder? Ganz genau. Ich sage immer wieder, ein gutes Beispiel, wenn wir erbrechen, haben wir ganz viel Kaliumverlust. Und wie geht es uns dann? Dann sind wir ganz benebelt. Mhm. Ich habe als junge Ernährungsberaterin noch in der Klinik arbeitend eine interessante Erfahrung gemacht. Wir haben eine amerikanische Patientin notfallmäßig eingeliefert bekommen. Sie hatte eine Reise durch die Schweiz gemacht und sie wurde notfallmäßig ins Spital eingeliefert. Und man wusste anfänglich nicht, was sie hatte. Und man hat ihr Blut genommen, hat sie überprüft und hat gesehen, dass sie einen massiven Natriummangel hatte. Man hat sie dann befragt, wie das kommt, und sie hat erzählt, dass ihr Arzt in Amerika ihr empfohlen hat, ja, kein Salz mehr zu essen, weil das in Zusammenhang gebracht werden könnte mit ihrer Gastritis, die sie hätte. Sie hat dann 1,5 Jahre kein Salz mehr gegessen und ist während dieser Reise zusammengebrochen. Und für mich war das interessant, diese Frau war völlig apathisch. Ich habe das Zimmer betreten, ich musste als Ernährungsberaterin zu ihr. Sie war völlig apathisch. Man hat ihr dann Natriuminfusionen, also Kochsalzlösungen geben, und plötzlich war sie wieder da. Das war für mich so eindrücklich, und darum ist für mich heute auch klar, wenn wir im Stress sind, wenn wir unter Spannung stehen, brauchen wir mehr Natrium, aber wir brauchen immer auch Magnesium und Kalium. Und wenn wir nun sagen, die Schweizer Bevölkerung esse zu viel Salz, dann ist es das Problem, dass wir eben zu wenig Gemüse dazu essen. Ich bringe immer wieder das Beispiel, wenn wir in ein Restaurant gehen. Wir können weit verbreitet in Restaurants gehen und wir bekommen immer noch relativ wenig Gemüse als Beilage. Und das ist das schöne Beispiel, dass wir Magnesium und Kalium zu wenig zu uns nehmen. Und wenn wir die Hälfte des Tellers füllen würden mit Gemüse, mit Früchten und vielleicht auch Gemüsesäfte und dazu nehmen würden, wenn wir mehr Gemüsesuppen essen würden, mehr Magnesium und Kalium in der Nahrung hätten, dann wäre das Natrium nicht mehr so ein Problem. Wir wissen, dass die Nieren regulieren das Ganze. Wir wissen, dass die Nieren alle diese, die,
Elektrolyte regulieren und wir produzieren ja 180 Liter Primärharn pro Tag, wobei nur ungefähr 1,5 bis 1,8 Liter ausgeschieden werden. Das heißt, und in diesem Rest, diesem Endharn, da sollten nur noch toxische Substanzen und wenig Mineralien verloren gehen. Interessant ist, dass die Medizin nicht misst, wie üblicherweise, wie viel Mineralien da verloren gehen. Und es ist eben schon so, dass wir, wenn wir belastet sind, wenn wir gewisse Medikamente nehmen, dann werden eben die Mineralien auch ausgeschieden und sind nicht zurück im Körper. Der Körper, die Niere müsste fähig sein, alle wichtigen Mineralien immer zurückzunehmen. Aber Magnesium und Kalium gehen verloren, dann bleibt das Natrium zurück. Und dann haben wir plötzlich das Gefühl, wir hätten zu viel Natrium im Körper. Aber wenn wir das Kalium und Magnesium, und nochmal in der Ernährung würde das heißen, einfach viel mehr Gemüse zu essen, wie wir es im Ursprung als Menschen gemacht haben, viel mehr Gemüse, viel auch regelmäßig Obst, mehr Gemüse als Obst, dann würde dieses Verhältnis stimmen. Ich habe da vielleicht noch einen Input. Also meine eine Tochter, die isst eigentlich nur Gemüse und hat auch Magnesiummangel gehabt. Ich glaube, es ist heute einfach schwierig, über das Gemüse heutzutage überhaupt noch genügend Magnesium zu kriegen. Das ist eine Realität. Ich glaube, es war im Jahre 2000, da war ich an der ETH in einer Weiterbildung und habe einen Forscher gehört, darüber zu sprechen. Und da wurde es mir richtig bewusst, dass er gesagt hat, dass wir heute viel schneller in der Natur beobachten könnten, dass das Laub gelb wird, nicht mehr so farbig, sondern recht schnell gelb und braun im Herbst. Und dass das ein Hinweis ist, dass die Natur zu wenig Magnesium hat, weil das Magnesium schon ausgewaschen ist, auch in den natürlichen Gräsern und Blättern. Es hat mich sehr beeindruckt. Und dieses Beispiel erzähle ich dann auch den Studenten. Als ich Kind war, wir mussten immer Bärlauch suchen im Frühling für meine Großeltern. Mhm. Und da habe ich das Phänomen nicht beobachtet, das ich heute beobachte, dass ganz schnell der Bärlauch im Frühling, wenn die Zeit vorübergeht, werden die Blätter auch schon gelb. Das heißt, die Natur hat, das ist ein Beispiel dafür, dass die Natur weniger Magnesium hat als noch vielen Jahren. Es gibt da regelmäßig Untersuchungen, sie werden einfach zu wenig veröffentlicht, unabhängige Untersuchungen, die aufzeigen, dass das Magnesium, die Folsäure, das Kalium, dass wirklich diese Stoffe aus dem Gemüse, aus der Natur rausgewaschen werden. Und darum ist es schwierig heute, das ist eine Tatsache, dass wir über die Nahrung genügend aufnehmen. Das Zweite ist, dass wir durch die erhöhte Stresssituation, durch diese unglaublich erhöhte Impulse von Nerven auf Muskeln, von Nerv zu Nerv, da brauchen wir eben gerade die Mineralien, eben von Nerv zu Muskeln, da brauchen wir auch mehr Magnesium, von Nerv zu Nerv, da brauchen wir auch Calcium, dass wir durch vermehrte Impulse auch einen erhöhten Bedarf haben. Und darum ist es tatsächlich schwierig, das über die Ernährung abzudecken. Verständlich. Nun fassen wir nochmals zusammen. Was ich heute gelernt habe, ist eigentlich, dass die Sichtweise der Schulmedizin schon richtig ist, aber nur oberflächlich betrachtet. Sie sehen ein Problem und wollen eigentlich das nur daran lösen, statt eigentlich die anderen Depots aufzufüllen, um ein Gleichgewicht wieder hinzukriegen. Oder? Ja. So deutlich habe ich das nämlich noch nie gehört. Und das ist völlig logisch, was du jetzt da auch sagst. Es ist eindrücklich, wenn wir ans Meer gehen. Es gibt erschöpfte Menschen, die ans Meer gehen und dort merken, dass es ihnen besser geht. Und man weiß heute, dass eben die Salzlösung, auch das Thema Jod, oder? Mhm. Dass diese Salzimpulse, die auch in der Luft sind, oder eben wenn man im Salzwasser badet, dass es einem besser geht. Das heißt, wir brauchen wirklich diese umfassenden Salze. Und da sind wir jetzt auch beim Thema, wenn wir sagen, Natriumchlorid ist schädlich oder ungünstig bei Bluthochdruck und ungünstig für das Herz-Kreislauf-System, dann haben wir eben die Untersuchungen, Studien gemacht und eben mit dem Kochsalz, das wir in der Küche verwenden, gemacht. Und
wir haben dann nicht die komplexen Salze, wie sie in der Natur vorkommen, wenn sie ungewaschen sind. Es geht um das ungewaschene Meersalz. Das hat noch viel mehr Mineralien drin. Das ungewaschene Steinsalz, das wir übrigens jetzt endlich in der Schweiz auch kaufen können, weil lange konnten wir das Kochsalz in der Schweiz nur total gereinigt beziehen. Und wenn wir das noch nicht so gereinigte nehmen und dann mal untersuchen, merken wir, dass es unglaublich spannend ist in der Zusammensetzung der Salze. Gell, es stimmt fast mit dem Blut überein. Ganz genau. Und das ist ja eigentlich das Wunder. Irgendwie, glaube ich, 50 verschiedene Mineralien, oder, im Blut und auch im Steinsalz, oder? Ganz genau. Und das ist es, oder? Wir müssen zurück zum Ursprung. Ich finde, ich bringe in meinen Vorträgen manchmal heute diesen Impuls, dass wir heute genetisch testen können, woher wir ursprünglich kommen, wie viel Teil von uns aus dem Norden kommt, aus dem Süden kommt, aus dem Osten kommt. Genauso ist in unseren Zellen noch gespeichert, welche Ursprungsnahrung eigentlich zu uns gehört. Und da ist es so, wir brauchen Salz. Wir brauchen sehr komplexe Salzverbindungen, Lösungen. Und darum sollten wir zurück zu den ursprünglichen Salzen im Kochen. Und wenn wir beim Kochen Salz verwenden, aber die gesalzenen Snack etwas beiseite lassen und wenn wir das Gemüse erhöhen und die Früchte erhöhen in der Grundernährung, dann fangen die Salze an zu stimmen. Und dann sind wir wieder näher beim Blut und bei den Zwischengewebsflüssigkeiten und dann merken wir nämlich, dass wir viel vitaler sind. Migränepatienten, erschöpfte Personen, wenn ich denen sage, gehen Sie mal weg vom Zucker und geben Sie den Impuls Salz, nehmen Sie eine Bouillon, oder nehmen Sie etwas Salz auf die Zunge, wir haben uns vorher auch darüber unterhalten, nehmen Sie etwas Salz auf die Zunge, dann merken Sie, Sie sind viel vitaler als über den Zucker. Also das Salz macht uns eigentlich vital, nicht der Zucker. Und das ist leider noch nicht so weit verbreitet. Ja, ist verrückt. Also ich habe mich mal historisch ein bisschen mit der Geschichte auseinandergesetzt und da sieht man schon, wie eigentlich auf der einen Seite die Zuckerindustrie abgelenkt hat von ihrem eigenen Problem, mit dem sie mit dem Finger immer auf das böse Salz gezeigt hat. Oder ihr seid schuld, ihr seid schuld. Und irgendwie ist diese Sache immer noch da. Das Salz ist giftig. Aber nochmals, Natriumchlorid ist wirklich alles rausgewaschen. Es ist nur noch Natriumchlorid. Es ist Salz, was wir zum Kochen nutzen, und das sollten wir eigentlich wegnehmen. Inskünftig wirklich ein Salz nehmen, Himalaya-Salz, ein Steinsalz, wo alles noch da ist. Und das ist wertvolle Medizin. Es ist wirklich wertvolle Medizin. Mhm. Und es ist so wichtig, dass wir den Bluthochdruck wirklich anfangen, anders zu regulieren, dass wir versuchen aufzuzeigen, wir sehen es ja, dass die Studien aufzeigen, dass nur ein gewisser Teil der Patienten salzsensitiv ist, von den Hypertoniepatienten. Aber wenn wir auch bei denen anfangen würden, viel mehr mit den anderen Mineralien zu arbeiten und eben auch noch über Aminosäuren steuern könnten, da sehen wir immer wieder in der Praxis, dass es funktioniert. Mhm. Mhm. Gut, Salz das eine, aber auf der anderen Seite auch das Gleichgewicht hinzukriegen mit Magnesium und Kalium, wie du jetzt gesagt hast. Und die Leute, die heute über eine ärztliche Verschreibung haben, Empfehlung haben, sie sollen jetzt wirklich salzarm essen, denen müssten wir jetzt doch eigentlich empfehlen, wirklich mal sich an eine professionelle Ernährungsberatung zu setzen und zu schauen, ob man nicht zuerst die anderen Salze erhöht und der Blutdruck automatisch dadurch sinkt und er eigentlich dann gar nicht in diesen Salzmangel reingehen muss. Genau, genau. Und also was auch eindrücklich ist, wenn wir dann noch etwas mehr naturheilkundlich hinschauen, dann sehen wir, wenn wir einerseits die Mineralien regulieren und andererseits zum Beispiel die Leber, die ja bei vielen Leuten heute belastet ist, die Leber etwas unterstützen und regulieren. Auch sie ist Teil der Bluthochdruckpatienten. Ja. Und wenn wir diese Spannung, diese auch Mangelsituation führt zu Spannung in der Leber, wenn wir diese Spannung runterbringen, indem wir mit den Mineralien arbeiten, indem wir phytotherapeutische pflanzliche Substanzen einsetzen, können wir immer wieder aufzeigen, dass das einen Einfluss hat auf den Bluthochdruck. Leider mache ich die Erfahrung auch, dass wenn wir regulierend wirken bei Blutdruckpatienten über die Ernährung und ich sage dann den Patienten immer wieder, bitte
sprechen Sie mit dem Arzt und bitte messen Sie selber auch, wenn Sie merken, der Bluthochdruck sinkt und es wird eher ein etwas zu tiefer Druck, also der Blutdruck sinkt und wird etwas zu tief, bitte nehmen Sie Kontakt auf und fragen Sie Ihren Arzt, ob man jetzt mit dem Medikament eine Anpassung machen könnte. Und leider machen wir schon auch die Erfahrung, dass nicht alle Ärzte dann bereit sind. Und da müssen wir offen hinschauen, dass wenn wir regulierend wirken können über die Ernährung, dann sollten wir auch die Blutdruckmedikamente anfangen zu regulieren. Aber da denke ich mir, ist noch viel zu tun. Da hat mir mal kürzlich in einer Sendung der Simon Feldhaus hier gesagt, wir Ärzte lernen, Medikamente zu geben, aber wir lernen eigentlich nicht, die Patienten wieder davon wegzukriegen. Ja. Das ist leider die Erfahrung, die ich auch mache, dass es immer wieder schwierig ist, wenn Patienten kommen und Anzahl der Patienten nimmt zu, die das wünschen, die kommen und sagen, ich möchte meine Medikamente reduzieren, ich möchte es anders versuchen. Und der Arzt hat aber gesagt, nein. Und da ist man immer in dieser schwierigen Situation, dass man weiß, man darf das selber nicht, wir sind keine Ärzte, wir dürfen das nicht, aber die Patienten wünschen eine Korrektur. Und da wünschte ich mir selber auch, dass man viel mehr jetzt zusammenarbeiten würde und dass die Ärzte mehr den Mut hätten, zu sagen, ja, wir versuchen das, weil wir merken, dass es funktioniert bei einem Teil der Patienten. Mhm. Ich bin halt ein großer Fan geworden, seit ich den Professor Winnecke hier hatte, einfach mal wirklich eine Mikronährstoffanalyse zu machen, wo man einfach mal wirklich die Fakten sieht, wie sieht der Mensch aus, biochemisch, und welche Depots sind wirklich gut aufgefüllt und welche sind Mängel. Und wenn man ja diese nackten Zahlen ja sieht, wie zum Beispiel jetzt mit Magnesium oder L-Arginin oder Inaminosäure, dann ist es ja irgendwo auch klar, wenn das die Chemie nicht da ist, dass der Körper sich selber gesund bauen kann, irgendwas fehlt, dann muss ja oben irgendwo ein schiefes Haus entstehen, oder? Ganz genau. Und das ist etwas, was ich seit Jahren, und das habe ich übrigens von einem ayurvedischen Arzt gehört, versuche auch aufzuzeigen. Das Problem ist erstens, dass wir es immer im Blut messen und eben das Blut eigentlich das Letzte ist, was aussagekräftig ist, bei verschiedensten Mineralien. Wir gehen nicht in den Zwischenzellraum, wir gehen nicht in die Zellen, wir untersuchen nicht die Organe, wir schauen immer nur beim Blut. Aber warum eigentlich? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man hat irgendwann dort angefangen. Und warum man nachher nicht mehr in den Zwischenzellraum gegangen ist, weil diese Flüssigkeiten, die sind ja so umfangreich, ich meine, der Hauptanteil von uns besteht aus Wasser und ist nicht im Blut, sondern das ist das Zwischenzellwasser. Wenn wir das anfangen würden, unter die Lupe zu nehmen und eben mehr in die Muskeln hinein und sehen würden, wie die Muskelzellen, wie die Nervenzellen zusammengesetzt sind, dann würden wir sehen, dass es tatsächlich darum ginge, dort mehr aufzufüllen. Und darum machen solche Analysen immer mehr Sinn. Das Problem ist, dass die Krankenkassen das nicht zahlen. Wir sind immer noch in der Situation, dass solche Analysen von den Patienten oder von den interessierten Personen selber bezahlt werden müssen. Ich gehöre zu den Therapeutinnen, die doch eine recht große Anzahl von Leuten hat, die eben das auch sagen. Ich zahle es selber, machen wir, ich möchte mal hinschauen. Und da können wir aufzeigen, dass es tatsächlich mit dem Auffüllen funktioniert. Aber es ist so, dass die Laboranalytik muss bezahlt werden, weil die Kliniken das noch nicht machen, die hausärztliche Praxis nicht, die Kassen zahlen das nicht. Und wenn wir das aber irgendwann mal hinkriegen, dass wir das mehr untersuchen, dann werden wir sehen, dass wir viel mehr über das Auffüllen der Mineralien und anderen Mikronährstoffe an Krankheiten reduzieren können, als über Medikamente. Ja, ganz klar. Noch einen Punkt. Medikamente führen immer mehr zur Ausleitung auch von Mineralien. Ist das einen kausalen Zusammenhang? Ist das immer so? Also es ist so, dass wir ja wissen, dass die Medikamente eigentlich, so ein Arzt hat mir mal gesagt, je schneller sie wirken, desto mehr Nebenwirkungspotenzial haben sie. Und das Problem ist, es sind fremde Substanzen, sie müssen entgiftet werden und da wissen wir, dass die Leber dafür verantwortlich und die Nieren, wo sie ausscheiden oder auch Substanzen, ich weiß gar nicht, ob auch Substanzen über die Nieren noch umgewandelt werden, ich glaube mehr über die Leber, aber die Nieren muss sie ausscheiden. Diese zwei Organe sind bei jedem Medikament betroffen und werden dann eben auch in ihrer sonstigen Arbeit beeinflusst.
Und es ist so, dass wir, also nehmen wir auch ein schönes Beispiel, gerade die Laxantien, also die Abführmittel und die wassertreibenden Mittel. Ich meine, wir wissen, dass wir dann Flüssigkeit rauskriegen, aber wir wissen auch, dass ganz viele Mineralien verloren gehen. Wir wissen, dass die Antidiabetika, wir wissen, dass bestimmte Antidiabetika einen Einfluss haben auf den Mineralstoffhaushalt. Also alle diese Zuschauer, die jetzt irgendwas immer nehmen, müssen eigentlich wissen, dass sie eigentlich auch sehr vieles verlieren durch das und eigentlich noch mehr prädestiniert wären, sich sauber beraten zu lassen und mal zu schauen, dass diese Depots, die zusätzlich geleert werden, wieder gefüllt werden. Ganz genau. Und das wird ja nicht gemacht. Genau, das wird nicht gemacht. Und ein weiterer Punkt kommt natürlich dazu. Es geht ja nicht nur um das leere Auffüllen. Es liegt natürlich auch daran, dass ich dann mehr in die Selbstverantwortung gehen sollte und auch Lebensstilanpassungen machen soll. Das heißt eben auch bei der Ernährung hinschauen soll. Es funktioniert schon mit dem Auffüllen mit Mineralien, aber was wir immer mehr sehen, ist, dass die Mineralien so komplex sind, dass nach wie vor die Pflanzennahrung das beste Potenzial hat, wieder aufzufüllen, als alleinige zum Beispiel Supplemente. Aber das finde ich immer wieder spannend, gerade beim Magnesium-Calcium-Verhältnis, dass wir jetzt immer wieder sehen, dass die Wildkräuter, die alten Gemüsearten, das grüne Blättrige, die Petersilie zum Beispiel, der Löwenzahn, die Brennnessel, ein so spannendes Spektrum haben und einen Einfluss auf den Magnesiumhaushalt. Da warte ich nur, bis mal mehr Forschung dazu gemacht wird, bis wir das aufzeigen können, dass es eben wirkt, wenn wir über die Kräuter arbeiten, nicht nur über ein Magnesiumsupplement, sondern auch über die Kräuter und über die pflanzlichen Nahrungsmittel. Ja, dort ist wahrscheinlich alles noch drin. Genau. Und nicht mehr so ausgewaschen oder leere Böden, wo das nichts mehr hergeben, oder? Also, ich denke, wir haben dort immer noch viel mehr drin, aber es ist schon so, wir haben sicher ein Defizit Brokkoli. Und nehmen wir auch wieder die Petersilie. Wenn ich die Petersilie etwas hochtreibe als Gärtner. Und ich nehme hier noch eine Petersilie, die noch irgendwo halbwild wächst in meinem Garten, dann hat das eindeutig einen unterschiedlichen Anteil, ganz sicher auch an Magnesium. Ich mag mich da auch eine Erfahrung erinnern, die wir mit den Studenten gemacht haben. Wir waren auf Sardinien in der Praxiswoche und haben dort wilden Spinat gefunden. Und ich erzähle dieses Beispiel immer wieder, wir haben uns gefreut, wir haben diesen wilden Spinat gesammelt und wir haben den am Abend zubereitet. Und ich war als Ernährungsberaterin und ich habe ja in der Erstausbildung eine Kochlehre gemacht, völlig erstaunt, dass dieser wilde Spinat einfach so viel Widerstand geleistet hat und nicht zusammengefallen ist, wie ich es kannte vom Spinat, den ich im Großverteiler hole und dann zubereite. Mhm. Wir wissen da auch noch einiges nicht. Und doch wissen wir immer mehr, dass eben wirklich diese Gemüse, diese Kräuter, wenn wir sie heute züchten, weniger enthalten, als wenn sie noch ganz wild sind, aber auch ganz wild durch den sauren Regen etwas weniger enthalten. Ich gehöre auch zu den Fachleuten, die heute sagen, es ist leider nicht mehr möglich, alle Substanzen deckend über die Ernährung zu bekommen, sondern wir sind heute vor allem in Spannungssituationen, in gewissen Krankheitssituationen, wenn wir Medikamente nehmen, darauf angewiesen, dass wir supplementieren. Hm. Ich bin heute der Meinung, dass alle Patienten, die eigentlich Medikamente nehmen, auch supplementiert werden müssten. Sehe ich auch so. Wikipedia schreibt noch das ganz anders, selbstverständlich. Und auch die deutsche Ernährung sieht das noch ganz anders. Aber ich bin auch der Meinung, aber man kann es ja messen und da hat man die Fakten auf dem Tisch. Da muss man nichts mehr glauben, sondern die Tatsachen sieht man ja dann auch mit den Fakten. Und das ist, ich glaube, heute wirklich schön, dass wir die Möglichkeit haben, heute das zu testen. Man kann nicht mehr wegschauen. Es ist eine Realität. Hm.
Ja, danke dir ganz herzlich. Danke. Liebe Sibylle Binder, ich könnte mit dir noch stundenlang reden, aber ich mache auch gleich noch andere Sendungen mit der wertvollen Fachfrau, die heute da ist. Aber ich glaube, das Thema Salz haben wir heute gut abgehandelt, dass wenn man wirklich vom Kochsalz redet, dann hat das nichts mit dem wirklichen Salz zu tun und dass es eben auch immer um das Gleichgewicht geht zwischen Magnesium, Kalium und letztendlich dem hochwertigen Salz und dass nicht einfach nur das Salz zu reduzieren die Lösung ist, sondern andere Salze eben aufzufüllen, andere Depots aufzufüllen, ein Gleichgewicht zu kriegen. Und wenn Sie das Thema interessiert, dann suchen Sie sich bitte auch mal eine Ernährungsberatung, eine Ernährungsfachfrau oder lassen Sie es einfach mal messen, damit Sie die Fakten auf dem Tisch haben und dann wirklich auch ein schönes Gleichgewicht da bei Ihrem Körper hinkriegen können, sodass auch die ganze Elektrolyte, die Kraft, der Saft, die Nerven und allem drum und dran wieder im Lot ist und wir auch gut schlafen können. Das hat alles einen Zusammenhang. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.